solche Workshops arbeiten ja, Leute aus der ZHAW, aus den verschiedenen Departementen der ZHAW zusammen und lernen verschiedene visuelle Methoden kennen. Die visuellen Methoden können helfen zur Verständigung zwischen den Leuten aus den unterschiedlichen Disziplinen, die in einem Forschungsprojekt beispielsweise zusammenarbeiten und wirklich auch gemeinsam, ein gemeinsames Verständnis für die Fragestellung zu entwickeln. Wir haben ganz verschiedene Visual Thinking Methoden ausprobiert. Das sind konzeptionelle Diagramme, das sind aber auch Metaphern, die einfach helfen, wenn man in der interdisziplinären Zusammenarbeit muss verschiedene Sichtweisen zusammenbringen, verschiedene Ziele abgleichen, wo gibt es Synergien, wo vielleicht widersprechen sich Ziele auch oder beißen sie sich. Wenn es um Entscheidungsfindung geht, wenn es um Rollendefinition geht, visuelle Methoden helfen dir, Wissen sichtbar zu machen, zu identifizieren, aber auch Wissen wieder greifbar zu machen, weil es ja dann halt dort auf dem Zettel steht und man kann es wieder aufgreifen in einer Diskussion, weiterentwickeln. Und jeder kann zu Wort kommen, oder? Es ist natürlich dann entpersonifiziert. Man schreibt etwas auf den Zettel und klebt es an. Das kommt nicht mehr darauf an, von wem das es ist. Bei GECUN geht es ja um Technologien der Gesundheitsversorgung. Und dort hat man eben Technologien, technische Lösungen, die müssen im Gesundheitssystem funktionieren, die müssen aber eben auch mit Menschen funktionieren, für die Menschen funktionieren. Also wir haben wirklich ganz verschiedene Aspekte, die berücksichtigt werden. Und da braucht es wirklich ein Zusammenarbeiten von ganz verschiedenen Disziplinen, um ein umfassendes Verständnis von der künftigen Nutzenden, aber auch von der Technologie und all den Umgebungsfaktoren zu haben. Eine gelingende interdisziplinäre Zusammenarbeit ist dann gegeben, wenn mehr rauskommt als das, was die Einzelnen reinbringen. Also wenn man nicht Sachen nebeneinander stellt, Erkenntnisse, Befunde, Theorien, Methoden, sondern versucht wirklich die Sachen so aufeinander zu beziehen und zusammenzuführen, dass ein gemeinsames Bild daraus entsteht. Es braucht der Wille, also die Bereitschaft der Menschen, sich auf das einzulassen. Es braucht die Bereitschaft der Menschen, über eine eigene, viele sagen, dem Tellerrand rauszuschauen, aber die eigene Komfortzone einmal zu verlassen. Es braucht Bereitschaft, andere aus gleichwertig und aus wertvoll und nicht aus Konkurrenz, um die beste Lösung anzuschauen. Und es braucht, und das ist das, was hier passiert, letztlich eine Ausbildung in die entsprechenden Methoden, so dass man auch in der Lage ist, die Prozesse in der Zusammenarbeit so zu gestalten, dass ein Mehrwert daraus entstehen kann. Und es braucht auf einer ganz anderen Ebene institutionelle Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass eine Zusammenarbeit stattfindet und das eigentlich auch fördern.